Willkommen zum Konzepttest Nummer 19, Kompression eines idealen Gases. Ein Liter Luft wird vom Standardzustand ausgehend auf 0,5 Liter komprimiert. Der Prozess erfolgt isotherm reversibel und adiabatisch reversibel. Welche Aussage trifft zu? A. Die isotherme Kompression erfordert mehr Arbeit als die adiabatische Kompression. B. Die adiabatische Kompression erfordert mehr Arbeit als die isotherme Kompression. C. Die adiabatische Kompression erfordert die gleiche Arbeit wie die isotherme Kompression. Zur Einführung nun ein kurzer Vergleich der isotherm reversiblen und adiabatisch reversiblen Zustandsänderung. Bei der isothermen Zustandsänderung wird ein idealer Wärmeaustausch mit der Umgebung erfordert, um die Temperatur konstant zu halten. Bei der adiabatischen Zustandsänderung darf es hingegen zu keinem Wärmeaustausch kommen. Hierbei ändert sich bei einer Kompression oder Expansion neben dem Druck auch die Temperatur im System. Außerdem bleibt die Entropie konstant. Um den Konzepttest beantworten zu können, zeichnet man sich ein PV-Diagramm auf, in dem der Druck gegen die Temperatur aufgetragen wird. Die isotherme Zustandsänderung beschreibt eine Hyperbel, wohingegen die adiabatische Zustandsänderung eine steilere Kurve darstellt. Man geht vom Standardzustand aus Richtung Ursprung, sodass sich das Volumen von 1 Liter auf 0,5 Liter halbiert. Die Arbeit entspricht der Fläche unter der Kurve. Blau eingezeichnet ist die Fläche der isothermen Kompression. Es ist deutlich zu erkennen, dass die orange Fläche der adiabatischen Kompression größer ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Arbeit bei einer adiabatischen Kompression größer ist als die Arbeit bei einer isothermen Kompression. Daher ist Antwort B richtig. Die adiabatische Kompression erfordert mehr Arbeit als die isotherme Kompression. Danke für eure Aufmerksamkeit.